Lassen Sie mich zum nächsten Desasterfeld kommen, den im vollen Gange befindlichen Angriff auf den Rechtsstaat. Leider weniger humoristisch. Wir erleben seine Aushöhlung täglich und das Tempo steigert sich, weil man eine vermeintliche Moral, die nur eine sozialistische Beraubungsmoral ist, über das Recht stellt. Regierung und Recht stehen immer in einem Verhältnis zueinander. Die Regierung steht unter dem Recht oder über dem Recht. Wenn das Recht über der Regierung steht, dann nennt man das einen Rechtsstaat. Das Volk kann dann die Regierung zur Verantwortung ziehen. Dann hat die Regierung Angst vor dem Volk und so sollte es auch sein. Steht die Regierung hingegen über dem Recht, so nennt man das eine Tyrannei. Dann hat das Volk Angst vor seiner Regierung. Diese Regierung wartet hüfttief durch die Illegalität in fast jedem Politikfeld, das sie betritt. Diese Regierung denkt, dass sie über dem Recht steht, weil die obersten Richter, die ihr das Gegenteil sagen könnten, von ihr bzw. den von ihr hörigen Abgeordneten ernannt werden. Gerichte, die ihre Aufgabe aus dem Weg gehen, schützen nicht mehr das Volk vor den Übergriffen seiner Regierung, sie schützen die Regierung vor dem Volk. Wenn dann, wie neulich beim Bundesverfassungsgericht, doch der unvermeidliche Unfall passiert, dass ein Richter die Pension vor Augen und daher ein bisschen weniger abhängig als in den Jahren zuvor und sehend, dass das System kippt, einmal in einer Angelegenheit von Tragweite Recht spricht, erschallt die Kakophonie der Empörten aus Berlin und Brüssel, die solches unbotmäßiges Verhalten um den Preis einer Verfassungskrise ignorieren und übergehen wollen. Aber es gilt der Satz des heiligen Augustinus von Hippo: Nimm vom Staat das Recht weg, was bleibt dann als eine große Räuberbande? Dem ist nichts hinzuzufügen. Diagnose die fünfte und letzte für heute. Keine Auflistung des gesellschaftlich-wirtschaftlich-politischen Desasters unseres Kontinents wäre natürlich komplett ohne die Erwähnung der feministisch-lagardistischen Geldpolitik. Sie hat sich im Zuge der sogenannten Corona-Krise, die in Wahrheit eine Krise der Bürgerrechte und der Freiheit ist, des letzten Anscheins einer Unterordnung unter das Recht entledigt. Die EZB steht über jedem nationalen Recht, obwohl das so nie abgemacht war. Sie ist eine Schattenregierung, die sich allzuständig erklärt hat. Sie ist zuständig fürs Klima, sie ist zuständig für Corona. Ihr willfähriger Helfershelfer, der Europäische Gerichtshof, der nicht dem Recht dient, sondern der immer tieferen Union, kennt nicht einmal das Konzept der Befangenheit. So kommt es, dass Richter dort richten, deren Heimatländer ohne die Beraubung durch die monetäre Matrix sofort Konkurs anmelden und sich reformieren müssten. Wie viel Objektivität will man denn von denen verlangen? Aber verzagen Sie nicht im Angesicht des täglichen Wahnsinns. Denn Abhilfe ist möglich. Kommen wir also zur Therapie. Dieses Land und dieser Kontinent stehen vor dem Umbruch. Die Leistungsträger müssen nach dem Vorbild des Werkes Der Streik, unter uns Österreichern besser bekannt unter dem englischen Originaltitel Atlas Shrugged, erkennen, dass sie die ausgebeutete Arbeiterklasse des 21. Jahrhunderts sind, für die gilt: Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Die Mächtige zittert. Sie zittert vor Ihnen. Die sozialistischen Apparatschicks, die Klaköre, die Beinchenheber der Gezahlglotze, die Glotzbrocken, die servilen Medienklaköre der Macht, die Subventionsprofiteure der Windrädchenmafia und der Elektroimmobilität, die Schulschwänzpartykäterer, die Abgreifer in der Sozialindustrie, sie alle zittern vor Ihnen wie Eskenlaub. Ihre Wut ist groß. Ihre Wut ist groß, weil Sie wissen, dass Sie nicht mehr lange an den Schalthebeln der Macht schalten und walten können, wie es Ihnen gerade passt, denn eins dämmert Ihnen. Den Sozialisten der Kleckrokatz, der kleinsten großen Koalition aller Zeiten, geht das Geld anderer Leute aus. Und die Druckerpresse, die das am Leben hält, ist in Kürze ausgereizt. Das Seniorage-Kapital der Fiat-Geldmonopolisten wird in wenigen Monaten ausgegeben sein. Alle wirtschaftlichen Indikatoren zeigen nach Süden. Im zweiten Quartal schrumpfte Deutschlands wirtschaftliche Leistung mit annualisiert 40% und das ist erst der Anfang. Die Dämme brechen und der Schleier der Droge, billiges Geld, wird von den Augen der Menschen fortgerissen werden. Um den Schaden abzuwenden, wird es leider zu spät sein, aber es wird nicht zu spät sein, eine Wende zum Besseren zu erreichen und dieses Land und diesen Kontinent als Europa der Vaterländer, der Vision des großen de Gaulle, wieder aufzurichten. Lassen Sie sich dann nicht wieder das Märchen vom angeblichen Marktversagen erzählen. Es gibt genau einen Versager in diesem Land und das ist nicht der Markt. Es ist diese Regierung und ihre Politik. Es ist, wie von Roland Bader vorausgesehen, der Staat. Keine Frontalkritik gegen die Alternativlosigkeit des staatlichen Dilettantismus ist glaubwürdig ohne eine Alternative. Wie sieht diese Alternative aus?
Die Rückeroberung der Freiheit muss dem Diktum folgen. Der Baum der Freiheit muss von Zeit zu Zeit mit dem Blut von Patrioten und Tyrannen begossen werden. Jefferson hat das gesagt. Oder frei nach Luther. Hier stehe ich, ich kann noch ganz anders, dann helf euch Gott. Amen. Roland Bader definierte die freiheitliche Ordnung einmal als vor allem das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Nicht die Masse, sondern das Individuum ist die Keimzelle und der Baustein einer freien Gesellschaft. Das bedeutet, dass jede Entscheidung möglichst nah am Individuum zu fallen hat. Nur was der Einzelne nicht in freier Selbstbestimmung und im direkten Austausch mit anderen selbst regeln kann, sollte an eine zunächst kleine, überschaubare Gemeinschaft, nämlich die Kommunen, übertragen werden. Und nur was die Kommunen nicht leisten können, sollte Ländersache sein. Und nur was die Länder nicht können, sollte Bundessache sein. Diese subsidiäre Delegation von bestimmten, klar umrissenen und definierten Verantwortungsbereichen sollte nicht nur jederzeit widerrufbar sein, sondern schon wegfallen, wenn sie nicht jede Legislaturperiode erneuert wird. Macht man es anders, so wird die Zubilligung von Zuständigkeiten an eine Zentralgewalt zu einem Angelhaken, der immer nur in eine Richtung tiefer hineinrutscht, aber niemals zurück. Nur mit der permanenten Notwendigkeit der Verlängerung wird sichergestellt, dass die natürliche Ordnung erhalten bleibt, der Staat als Diener, nicht als Herr unseres Schicksals. Diese etwas trocken klingende Vorstellung einer Gesellschaft der Freien müssen wir in eine Vision packen, die die Menschen begeistert und mitreißt. Der propagandistische Erfolg des sozialistischen Utopia beruht auf einem Trugbild, einer Fata Morgana. Die wasser- und lebensspendende Oase im Auge ihres Opfers wird, je näher man dem Ziel kommt, immer mehr zur Todesfalle durch Verdursten, löst sich auf und wird ersetzt durch ein neues Trugbild am Horizont. Aber offenbar brauchen die Menschen eine Utopie, eine große Vision, ein Zielbild, das sie in der tatsächlichen oder nur empfundenen Tristesse des Lebenskampfes aufrechterhält. Die Vertreter der freiheitlichen Ordnung verweigern sich dem bislang unter dem Hinweis auf die intellektuelle und empirisch vielfach bewiesene Überlegenheit ihres Systems. Für den, der es verstanden hat, erklärt es sich von selbst, ebenso wie es offensichtlich ist, dass die zerstörerische Kraft der sozialistischen Unfreiheit die Menschen eigentlich abschrecken sollte. Als Libertäre müssen wir aber endlich einsehen, dass der betriebswirtschaftliche Satz, dass sich ein gutes Produkt von alleine verkauft, in der Politik nicht stimmt. Der Umkehrschluss, dass ein schlechtes Produkt umso mehr Marketing und Werbung ja Gehirnwäsche braucht, um sich zu verkaufen, ist zwar auch in der Politik wahr, aber so viel Marktwirtschaft haben auch die Sozialisten verstanden, dass sie diese Einsicht für sich zu nutzen wissen und deshalb sind sie die besseren Propagandisten, Manipulatoren und Verführer. Welche Vision, welche Utopie stellen wir dem entgegen? Unser Utopia ist eine Zitadelle der Freiheit und ruht auf den 5 Säulen jeder freien Zivilisation. Individualität, Eigentum, Familie, Religion und Kultur. Wie radikal dürfen oder müssen wir denken? Wenn wir radikal im Sinne der 5 Säulen einer funktionierenden freien Zivilisation denken wollen, so müssen wir etliche Denkstrukturen, an die wir uns seit 100 Jahren gewöhnt haben, über Bord werfen. Beginnen wir mit dem Souverän. Der Souverän ist das Volk. Es übt ein auf Ebene des Individuums angesiedeltes Wahlrecht aus, welches das Konzept der Souveränität atomisiert und so seine individuelle Ausübung ermöglicht. Das Wahlrecht war aber in keiner Phase der demokratischen Entwicklung ein absolutes. Es war ein Bürgerrecht, kein Menschenrecht. Im antiken Griechenland durften nur wehrfähige Männer wählen. Das Frauenwahlrecht wurde in Europa erst im 20. Jahrhundert eingeführt. Zum Glück darf ich dazu hinfügen. Im Deutschland von 2020 darf nicht wählen, wer kein Staatsbürger ist, wer unter 18 Jahre alt ist, wer an einer schweren psychischen Krankheit leidet, die sein Urteilsvermögen massiv mindert oder wer eine Freiheitsstrafe verbüßt. Das Wahlrecht zu verabsolutieren, heißt, seine historischen Begrenzungen zu ignorieren. Diese Einschränkungen waren meist, aber leider nicht immer, von der Idee getragen, dass diejenigen Entscheidungen treffen sollen, die das Gemeinwesen tragen. Meritokratie, also die Herrschaft der Verdienstvollen, ist das große Zauberwort. Die Gegner einer solchen Idee behaupten gerne, dies würde auf eine Wiederbelebung des Dreiklassenwahlrechts des 19. Jahrhunderts hinauslaufen. Das ist natürlich Unsinn, denn ein Klassenwahlrecht ist genau das Gegenteil des meritokratischen Prinzips. Unser gegenwärtiges Wahlrecht hingegen ist die Manifestation des Satzes, dass 4 Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt. Das ist doch der Ausdruck der Ochlokratie. Diese Einsicht führt uns zum ersten Element eines freiheitlichen Utopia. Es wählt, wer beiträgt, nicht wer entnimmt. Und das bedeutet, das Wahlvolk, die atomisierte Souveränität, besteht aus denen, die keine Transfers des Staates in Anspruch nehmen, weder in Form von Sozialtransfers noch von Subventionen. Wer von anderer Leute Fleiß und Mühe lebt, ist unmündig. Und wer unmündig ist, wählt nicht.
Das ist auch beim Alter jetzt schon so. Und nur am Rande möchte ich anmerken, dass nach meiner Meinung das Wahlrecht nicht auf 16 herabgesetzt werden, sondern auf 21 heraufgesetzt werden sollte. Aber jeder ist frei und aufgefordert, sich für das Wahlrecht und gegen die Unmündigkeit des transferfinanzierten Lebens zu entscheiden. Er kann das in jeder Wahlperiode aufs Neue tun und somit bleibt das Wahlrecht auch allgemein. Für die Profiteure der Transferindustrie ist das natürlich die ultimative Ketzerei und wer sie äußert, ist Staatsfeind Nummer eins. Er muss ein Volksfeind, ein Feind der Demokratie oder noch Schlimmeres sein. Denn er stellt das korrupte Nest in Frage, indem wir, die herrschende politisch-bürokratisch umverteilende Klasse, die neue Klasse distributiv es uns bequem gemacht haben. Das neue Deutschland, Leib- und Magenblatt sowie Sprachrohr der ach so demokratischen kommunistischen SED, heute firmierend unter ihrem neuen Pseudonym Die Linke, hat mich dafür zum gefährlichsten Mann Deutschlands ernannt. Franz Josef Strauß auf Speed sozusagen. Dazu sage ich, Panik ist schon was Schönes, wenn es die Richtigen trifft. PS, das Lieschen Neubauer, das verwöhnte reiche Erbenkind aus dem Imperium einer salonkommunistischen Zigarettendynastie und Thunbergs Gretel ganz offen die Abschaffung der Demokratie und die Einrichtung einer Ökodiktatur gefordert haben, war der linken Mainstream-Presse natürlich keine Zeile wert. Der zweite Baustein der freiheitlichen Utopie, die ich vortragen möchte, ist eine gestärkte und neu formulierte Gewaltenteilung. Sie kennt künftig nicht drei, sondern vier Gewalten, von denen jede einzelne durch den Souverän direkt gewählt wird. Die erste Gewalt ist die Legislative. Sie wird auf 201 Abgeordnete begrenzt, die in 201 Wahlkreisen nach dem englischen Mehrheitswahlrecht vom Volk direkt und ohne Parteilisten gewählt werden. Die Kandidaten müssen dem Wahlvolk angehören, dürfen also auch keine Transfers in Anspruch nehmen. Sie dürfen keiner Partei angehören, sondern sie müssen sich dem Wahlvolk in ihren Wahlkreisen als gestandene, freie Männer und Frauen präsentieren, die Kraft ihrer Autorität, die Mehrheit der Wählerstimmen auf sich vereinen können. Sie dürfen zweimal ins Parlament einziehen, aber nicht zweimal hintereinander. Ihre einzige Aufgabe ist die Verabschiedung und Aufhebung von Gesetzen und sie wählen nicht die Regierung, also die Exekutive. Die Bezahlung der Abgeordneten darf nicht höher liegen als das durchschnittliche Einkommen, das sie in der Legislaturperiode vor ihrer Wahl in der freien Wirtschaft verdient haben. Idealerweise erhalten sie gar kein Abgeordnetengehalt und tagen auch nur 30 bis 60 Arbeitstage im Jahr. Dann haben sie weniger Zeit, neue Gesetze zu machen. Politik ist in dieser Ordnung der freien Gesellschaft keine Karriere und kein Broterwerb. Sie ist ein Dienst am Volk und eine patriotische Tat für den Souverän. Die zweite Gewalt ist die Exekutive. Das Wahlvolk wählt aus seiner Mitte in Direktwahl einen Kanzler für 4 Jahre, der das Amt nur einmal antreten darf. Dann hat sich's abgekanzelt. Er ernennt nur 4 Minister. Äußeres, Verteidigung, Finanzen und Inneres, Justiz. Alle anderen Ministerien werden ersatzlos abgeschafft. Wir brauchen sie nicht. Die dritte Gewalt ist die Judikative. Das Volk wählt die Richter, die sowohl dem Wahlvolk angehören, als auch die entsprechende juristische Qualifikation vorweisen müssen. Das Begehen von Straftaten verwirkt ihr passives Wahlrecht für das Richteramt aber auf Lebenszeit. Jedoch kann ein Richter immer wieder gewählt werden. Eine Ausnahme davon sind die Richter der höchsten nationalen Gerichte, die nur zweimal für 4 Jahre wählbar sein sollten. Und damit kommen wir zur vierten Gewalt, einer Kontrollinstanz ohne aktive Legislative, Exekutive oder Judikative Macht. Diese Instanz, ich nenne sie hier einen demokratischen Wahlkönig, wird auf Lebenszeit vom Wahlvolk gewählt. Er kann mit 2/3 der Stimmen vom Wahlvolk abberufen werden. Ansonsten endet seine Amtszeit nur mit Rücktritt oder Tod. Seine einzige Aufgabe, und dafür braucht er diese Art von Unabhängigkeit, ist die Überprüfung neuer Gesetze und exekutiver Maßnahmen auf ihre Kompatibilität mit der freiheitlichen Verfassung und seiner damit verbundenen unbegrenzten Vetomacht. Er kann das Veto ausüben, wenn er nur der Meinung ist, dass ein Gesetz sich gegen die freiheitliche Ordnung richtet. Im Veto ist seine Macht absolut, in der Gestaltung ist sie nicht existent. Damit komme ich zur finalen Frage. Wie schaffen wir wieder nachhaltig Wohlstand? Die Lösung kann nur sein, den Staat zu beschneiden, und zwar so lange, bis die Heilungskräfte des marktwirtschaftlichen Immunsystems sich gegen den Krebs der umverteilenden, beraubenden, dem menschlichen Maß widersprechenden und zerstörenden Verzerrung aller Preise und Güter durch den Staat durchgesetzt haben. Und je radikaler man das tut, desto schneller wird die Heilung vonstatten gehen. Der erste Schritt wird es sein, die Matrix des Fiat-Geldes, das die Bürger zu Sklaven eines unsichtbaren Netzes aus Papiergeld macht, zu beseitigen und ein transparentes und betrugsfreies Geldsystem zu etablieren. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten, Wettbewerb oder Goldstandard oder beides.
Geld muss wertstabil, nicht beliebig vermehrbar und knapp sein, sonst ist es kein Geld, sondern ein Instrument der Beraubung durch Inflation und Manipulationszins. Es genügt nicht, eine unabhängige Zentralbank zu haben. Der Bürger muss sich darauf verlassen können, dass es überhaupt keine Zentralbank gibt, die der Versuchung erliegt, Geldpolitik zu machen. Geldpolitik ist schon per se und als Idee verwerflich. Geldpolitik ist entweder der Versuch der Beraubung des Sparers oder dem Wahn geschuldet, die Zentralbank könne in positiver, nicht zerstörerisch wirkender Weise auf die Wirtschaft Einfluss nehmen, indem sie das Geld manipuliert. Das ist ein Aberglaube, der auch nicht dadurch zur wissenschaftlichen Wahrheit befördert wird, dass wir mit ihm aufgewachsen sind. Nur ein Goldstandard mit Verfassungsrang und der Macht der Politik entzogenen Treuhändern oder ein Wettbewerb privat organisierter Währungen, bei der sich wahrscheinlich auch ein Goldstandard durchsetzen würde, kann dies auf Dauer garantieren. Damit kommen wir zum Steuersystem und zu den Aufgaben des Staates. In Deutschland haben wir Dutzende von Steuern und Abgabenarten. Wir besteuern die Leistungen, also Einkommen und Lohn, Gewinn und damit letztlich Fleiß. Wir besteuern Bagatellsachverhalte nach Willkür des Staates, von der Salzsteuer über die Sektsteuer bis zur Kaffeesteuer. Und viele Steuern machen mehr bürokratischen Aufwand, als sie einbringen. Wir besteuern Tabak, Zucker und Alkohol, Glücksspiel und die Jagd, weil irgendein Politiker denkt, er wisse besser, was gut für uns ist, als wir selbst. Am Beispiel des Tabaks wird das mit den hohen Kosten für die Krankenkassen begründet. Aber Hand aufs Herz, fließt etwa die Tabaksteuer in die gesetzliche Krankenversicherung? Und würde eine private Versicherung nicht viel bessere und effizientere Anreize für ein gesundes Leben im wettbewerblichen Prozess entwickeln als der an seiner überbordenden Weisheit erstickende Gott der anmaßenden Bürokratie? Das Sammelsurium der Abgaben kommt immer mit dem Mantel einer angemaßten höheren Moral daher. Seine tiefere Motivation ist aber die Beraubung der Leistungsträger, die Verteilung der Früchte der Arbeit unter den Faulen im korrupten Tausch gegen deren Wählerstimmen. Dieser Vorgang degradiert das demokratische Prinzip und die demokratische Wahl und macht sie zu einem Vertrag zulasten Dritter. Er ersetzt die Demokratie durch eine Ochlokratie. Das Ergebnis ist, dass die Steuern und Abgaben viel zu hoch sind und mit knapp 1,4 Billionen Euro über 40% der Wirtschaftsleistung abschöpfen. Zunächst müssen daher alle Steuern ersatzlos abgeschafft werden, die den Anreiz zur Leistung mindern. Das betrifft die Einkommenssteuer, die Abgeltungssteuer, den Solidaritätszuschlag, die Reichensteuer, die Lohnsteuer, die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer und die Kirchensteuer. Das sind 427 Milliarden Euro, die an die Bürger zurückgehen, und zwar jährlich. Zweitens müssen alle Bagatellsteuern und Willkürsteuern abgeschafft werden, deren Existenz nur der fiskalischen Gier und Fantasie geschuldet ist. Das sind die Biersteuer, die Steuern auf Kaffee, den Luftverkehr, Wetten und Glücksspiel und den Schaumwein, Vulgo Sekt, und das sind weitere 5 Milliarden Entlastung. Abgeschafft werden sollte auch der Rundfunkbeitrag, denn der Staat braucht keinen sozialistischen Propaganda-Apparat. Das bringt dem Bürger geschlagene weitere 9,1 Milliarden Euro zurück. Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sollten privatisiert werden. Das wird effizienter und besser funktionieren als das Monster der Sozialstaatsbürokratie und eine bessere Leistung mit einem Bruchteil der Kosten zur Verfügung stellen. Das Maß der persönlichen Vorsorge sollte im Ermessen des Einzelnen liegen. Er bezahlt, also ist er auch mündig genug, das selbst zu entscheiden. Das reduziert die Abgabenlast von Bürgern und Unternehmen um weitere 564 Milliarden Euro. Mehr als eine halbe Billion Euro wird so für die private Daseinsvorsorge entfesselt. Die Zahlung der bestehenden Rentenansprüche sollte grundlegend reformiert werden, da das System darauf beruht, dass jeder glaubt, andere Leute, Kinder, würden im Zuge des sogenannten Generationenvertrags seine Rente bezahlen. Sollten auch nur diejenigen eine volle gesetzliche Rente beziehen, die ihre Funktionsvoraussetzungen erfüllt und mindestens 2 Kinder bis zum Ende der Ausbildung großgezogen haben. Was dann noch verbleibt, sollte aus einer privat geführten Rentenkasse gezahlt werden, die mit einer Totalprivatisierung aller staatlichen Vermögenswerte aufgefüllt wird. Post, Bahn, große Teile der Verwaltung, Immobilien, Wald und Grundbesitz, Industriebeteiligung, Sparkassen, Landesbanken, Infrastruktur, Straßen, Häfen, Flughäfen, Autobahnen, Lizenzen und andere Vermögenswerte werden meistbietend privatisiert, um das zu finanzieren. So wird die nächste Generation von der Last eines unerfüllbaren Generationenvertrages befreit, den sie ohnehin nie unterschrieben hat. Die Kernaufgaben des Staates bestehen in der Sicherung der Freiheit des Einzelnen als freier Teilnehmer am gesellschaftlichen, sozialen und marktwirtschaftlichen Geschehen und der Gewährleistung von innerer und äußerer Sicherheit. Er darf auch eine soziale Komponente haben, die sich aber auf die wirklich Bedürftigen, nicht die lautstarken Faulen, konzentriert. Der Staat darf auch kritische Infrastruktur entwickeln, die zur inneren und äußeren Sicherheit beiträgt. Aber für all das zusammen braucht ein funktionierender Staat nach historischer Erfahrung maximal 15% der Wirtschaftsleistung des Landes.
Er wendet sie im Wesentlichen auch für Verteidigung, innere Sicherheit und Justiz. Die Justiz kann durch eine radikale Reduzierung der Gesetze und Regulierungen verschlankt und entlastet werden. Ihre Hauptaufgabe ist nicht das Miet- oder das Arbeitsrecht, sondern die Sicherung der Vertragsfreiheit und die Durchsetzung von Verträgen sowie den Schutz der Menschen vor Verbrechen. Dazu kommt Infrastruktur und Soziales. Und auch ein schlanker Staat muss den Schwachen helfen und denen, die unverschuldet in Not kommen und sich nicht selbst helfen können. Das betrifft vor allem alte und behinderte Menschen. Und alles, was sozial ist, findet aber dann in den Kommunen statt und wird von den Bürgern vor Ort entschieden. Schließlich die Verwaltung. Der schlanke Staat braucht höchstens 100.000 Beamte, die ihn verwalten und nicht x Millionen. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Beste. Nämlich, wie eingangs versprochen, Pulpo Gallego, gehackte Krake nach galizischer Art. Diese ganz große Steuerreform wird nämlich die Existenz von Finanzämtern überflüssig machen. Die verbleibenden indirekten Steuern können über eine zentrale Finanzverwaltung digital administriert werden. Die in jeder Stadt stehenden Zwingburgen mit dem Namen Finanzamt werden dicht gemacht und abgeschafft. Sie machen Platz für Wohnungen, Büros und Geschäfte. Oft sind das die besten Lagen einer Stadt. Die Bürger und Leistungsträger wird es freuen. Bei dieser Gelegenheit sollten alle Akten vernichtet werden, die der Staat in Jahrzehnten der Schnüffelei beim Bürger angesammelt hat. Alle Einkommenssteuerakten, alle Daten über die Steuerbarkeit von Leistungen, die der Bürger erarbeitet hat, alles, was der Schnüffelstaat über Einkommen und Vermögen jedes einzelnen Bürgers weiß, bis auf die letzte Seite, auf den letzten Datensatz und Aktenschrank, bis zum letzten Bit und Byte geschreddert, vernichtet, gelöscht und aus dem institutionellen Gedächtnis der Nation entfernt. Tabula rasa des Raubstaats. Das größte Osterfeuer der Geschichte. Die Verfassung sollte zudem festlegen, dass der Staat solche Daten nicht haben, nicht erheben, nicht erschleichen und nicht speichern darf. Wie verschlanken wir dann die Verwaltung, um mit diesem Programm Schritt zu halten? Da der Fisch immer vom Kopf her stinkt, muss man auch dort anfangen. Die Reduzierung der Ministerien auf 4, Inneres und Justiz, Äußeres, Verteidigung und Finanzen. Und die Liste der Ministerien, die wir nicht mehr brauchen, ist dafür umso länger. Das Wirtschaftsministerium geht im Finanzministerium auf, das Justizministerium geht im Innenministerium auf und beschränkt sich auf die Zuarbeiten zur inneren Sicherheit. Und wenn Sie mich fragen, wer schreibt denn dann in Zukunft die ganzen Gesetze, so lautet meine Antwort: gar niemand. Umso weniger neue Gesetze, desto besser. Und für die ist nur noch das Parlament zuständig. Das Arbeitsministerium wird mit der Privatisierung der Sozialversicherung abgeschafft. Ernährung und Landwirtschaft sind private Aktivitäten, sie brauchen keinen Staat. Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist als Ministerium das Kondensat einer Geschwätzwissenschaft, welche sich anmaßt, sich in das Leben der Familien einzumischen. Seine ersatzlose Abschaffung wird keine Lücke hinterlassen. Das Gesundheitsministerium hat nur eine relevante öffentliche Aufgabe, den Schutz vor Seuchen. Das kann es auch im Verteidigungs- oder Innenministerium eingegliedert werden. Der Rest wird gestrichen. Infrastruktur ist Aufgabe der Kommunen und der privaten Wirtschaft. Das Ministerium kann also weg. Beim Digitalen hat der Staat ohnehin komplett versagt. Das ist eine der Aufgaben, die nur der Karriereplanung von Berufspolitikern dienen. Das Umweltministerium kann um 90% verkleinert und als Abteilung ins Innenministerium zurückintegriert werden. Bildung und Forschung sind private Aufgaben. Das Entwicklungshilfeministerium kann weg. Als Entwicklungshilfe getarnte Finanzbereicherung korrupter Eliten in diktatorisch geführten Ländern wird damit abgeschafft. Und die fast 100 Bundesbehörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, ebenso wie die mehreren 100 Bundesbeauftragten für Schappes und Schmonses, sollten auch alle ersatzlos abgeschafft werden. Durch die radikale Reduzierung der Regulierungen, ich wage die These, 99% der seit 1970 gemachten Gesetze und Regulierungen sind überflüssig, und die Rückabwicklung der Energiewende verkleinern wir den Bürokratieaufwand massiv und entlasten Wirtschaft und Bürger um weitere 400 bis 500 Milliarden Euro an Kosten. Die Aufgaben der Bundesländer zwischen einem verschlankten Bund und gestärkten Kommunen wird sich auf wenige Aufgaben beschränken. Die Sicherstellung der Volkssouveränität durch die Vertretung im Bundesrat, die Festlegung von Mindeststandards im Bildungswesen und Ausbau des dualen Systems der Handwerkerausbildung. Damit fallen auch dort fast alle Ministerien ersatzlos weg. Und wissen Sie was? Kein Mensch wird das bemerken, dass all das nicht mehr da ist. Außer der bürokratischen Klasse, die nichts produziert und uns dennoch vorschreiben will, was und wie wir zu produzieren haben und was sie selbst umverteilen und konsumieren möchte. Dann kommt der Staat kurzfristig mit 15 und langfristig mit 10% Anteil am Bruttosozialprodukt aus. Dann wird der Bürger frei sein. Er wird den Karren nicht nur aus dem Dreck ziehen, in den ihn die Politik hineingeritten hat, er wird ihn nachgerade aus dem Dreck katapultieren, ihn putzen, polieren, mit Blattgold verzieren und auf die Schienen des gesellschaftlichen und technischen Fortschritts setzen. Er wird wahrhaft eine Republik der Freiheit errichten. Es gibt sie also, die freiheitliche Vision des Minimalstaates. Sie ist möglich und sie ist besser als das sozialistische System der Knechtschaft. Sie kann erreicht werden, nicht mühelos, aber per aspera ad astra.
Und dieser Minimalstaat ist kein Widerspruch zur Vision einer reinen Privatrechtsgesellschaft. Er ist die Brücke dorthin. Denn er wird den Menschen ermöglichen, ganz neu über die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit von Staatlichkeit nachzudenken. Diese Denkblockade fällt nach einer gewissen Zeit von ganz alleine. Also, fürchtet euch nicht, sondern verändert. Der jetzt anstehende Kollaps des sozialistischen Raubstaates bietet dafür die beste Gelegenheit seit 200 Jahren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.